Vielleicht schaffe ich es ja beim First Try zu dem bescheuerten Stern da, der Unendlichkeit. Jetzt wahrscheinlich sterben wir da, ist ein schwarzes Loch. Wir sind da, wir sind angekommen. Und die zootonische Flotte auch so. Alle weg, Credits. Keiner lebt mehr. Jonathan, bitte in die Latrinen melden. Jonathan, bitte, wer auch immer die Fäkalien an die Wand geschmiert hat, bitte säubern. Dankeschön. Willkommen zurück zu Starlight Express. Starlight Express. Ich muss die ganze Zeit an Starlight Express denken. Willkommen zurück zu Jump Light Odyssey. Es geht weiter. So, los geht's. Seid ihr bereit? Ich musste das Tutorial jetzt gerade nochmal spielen. Total toll. Weil ich habe außersehen die eigene Kampagne gestartet und da wird direkt alles überschrieben. Furchtbar. So, wir bauen gerade diesen Container hier. Blup. Und dann geht's wahrscheinlich weiter. Ach, das ist der Sprunglichtantrieb, der sich auflädt. Und der Container macht wahrscheinlich das länger, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Bitte arbeitet schneller. Dankeschön. Was ist das hier? Verwundete. Ja, also, ich habe schon jetzt gelesen, weil ich habe ja, mich auch view-frei nicht gespoilert seit der letzten Folge. Also, was wohl das Hauptproblem ist, ist wohl Mikromanagement kann man wohl nicht so gut organisieren. Man kann wohl den Leuten nicht so viele Direktaufgaben erteilen oder geh dich heilen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur mal gerade überflogen. Guck mal, wie cool das aussieht. Die Krankenstation. Los! Halt euch, ihr Lappen. Das Beste, das Beste. Das ist schon cool. Ich finde das so schön. Es ist wie bei Evil Genius. So, jetzt hab ich's. Minigil-Zentrifuge. Ja, ich soll jetzt warten, bis wir springen können. Ist die Frage, ob ich jetzt noch irgendwas anderes machen soll. Ist die Frage, ob ich das kann. Weil es kann sein, dass einiges blockiert wird durch das Tutorial. Guck mal, Nahrungsmittel, da kommen wir bestimmt auch noch zu. Komm, dann mal schnell. Und wir haben noch das eine Stockwerk. Guck mal, hier habt ihr es mal gesehen? Ist das Quartier von... das ist mein Quartier. Captain Alt. Guck mal, so ein Bett brauche ich. Auch genau in den Farben. Mit Kronenteppich und so. Überhaupt nicht extravagant. Ich weiß schon, warum in die Luft gesprengt worden. Oh, guck mal, das ist mein Büro. Versprechen? In Entwicklung. Aha. Ich dachte, das ist Vorsprechen für so Berufe oder so. Ach, die sitzt doch da und arbeitet. Ich werd wahnsinnig. Auf euer Zeichen. Wir können springen. Na, endlich. Guck mal, mit so einem Riesenhebel. Wie war das nochmal bei Spaceballs? Unfassbare Lichtgeschwindigkeit. Guck mal, hier sind die Kanonen. Jetzt sehe ich die erst. Soll ich da draufdrücken? Öffnet mir einen Kanal in aller Frequenzen. Hier spricht Prinzessin Euphora. Die Regentschaftsflotte hat mutig gekämpft und verloren. Ich will die Moral damit steigern. Ist das eine tolle Ansprache, Jonathan? Ja, er rennt weiter so. Versucht nicht nach Hause zurückzukehren. Dort ist nichts mehr. Mache ich mich gut? Ja, Herrin, sehr gut. Uns bleibt nichts als die Hoffnung. Alle Schiffe sollen einen Kurs setzen und mir zum Stern der Ewigkeit folgen. Es ist alles verloren. Okay, los geht's. Halte zum Sprung. Let's bring that star a little closer, shall we? Das ist so cool gemacht. Also guck mal, also hier steckt echt viel Liebe drin. Sehr cool. Es hat was von Star Fox. Jetzt erinnere ich mich, woran es mich erinnert. Star Fox. Daran erinnere ich mich das total. Kein Sternsystem als Ziel gewählt. So, das wollen wir auch nicht. Oder sollten wir das direkt machen? Machen wir direkt mal. Direkt schon mal einen Kurs setzen. Ich hoffe, das macht nichts. Tolle Rede, Captain. Wir sind nicht die Einzigen, die sie gehört haben. Die zootonische Kriegsflotte setzt sich in Bewegung. Na toll. Ich hätte bloß keine... Ach du Scheiße, halbe Stunde. Pause. Alter, was sind das für Zeitangaben? Okay, so. So, ich, Captain.
Du hast jetzt die Grundlagen gelernt, um ein Raumschiff zu kommandieren. Von nun an dienen deine Offiziere und OffizierInnen als Berater. Ihre Ratschläge erscheinen am unteren Bildrand. Benutze Linksklick bei dem Offizier oder einem Offizierin mit einer Sprechblase über dem Kopf. Alle Systeme und Inhalte sind jetzt freigeschaltet. Viel Glück, Captain. Gott sei Dank haben sie nicht OffizierInnen geschrieben. Das hat bestimmt eine wahnsinnige Internetdebatte losgelöst, weil das Thema ja so unfassbar wichtig ist. Gut, ich habe es jetzt auch wieder erwähnt. Das war auch wieder total dämlich. Gibt kein sinnloses Streitthema als so eins. So, los geht's. Man spart sich aber eigentlich einiges an Zeit. ja, ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal auf Mission, oder? Ich glaube, ich habe eins noch voll. Warte mal, bin ich jetzt doof? Ah, hier. Da, guck. Ich mach nochmal automatisch besetzt. Ist das echt? Ja, sonst lassen wir es halt so. Was sind doch nur Logistiker? Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier? Suchen und retten? Sondierungseinsatz? Kampfpatrouille? Ressourcen extrahieren? Ich glaube, dafür brauchen wir Logistiker, oder? Ressourcen extrahieren. Machen wir das erstmal. 80%. Guck mal, da sind auch Logistiker drin. Ich habe nämlich gerade, weil ich musste das ja nochmal spielen, beides automatisch gefüllt. Machen wir die anderen Ressourcen extrahieren. Geil. Räumen Sie das Flugdeck. Achtung, Achtung. Ressourcenextraktionsschiffe legen ab. Wir brauchen Ressourcen. Mach den Roboter platt. Ja, Jonathan. Ich kann auch hier, so läuft die Zeit, ne. Wir müssen jetzt noch mal gucken. Wir müssen Nahrungsmittel... Ach, guck mal hier, Berater. Kampfvorbereitungen. Zu fliehen ist schön und gut, Captain. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die zetoische Flotte uns in weiteren Gefechte verwickeln könnte. Wenn die zetoische Kriegsflotte dich einholt, wird es zum Kampf kommen. Die zetoische Kriegsflotte kann nicht besiegt werden. Du kannst nur dein Raumschiff verteidigen, um mehr Zeit zu gewinnen. Defensive Objekte und Maßnahmen wie Geschütztürme, Kampfpatrouillen und... Waffenschränke brauchen Munition. Leg dir ein Munitionsvorrat an, um in der Schlacht länger durchzuhalten. Munition kann in der Herstellung angefertigt oder bei Einsätzen vom Typ Verwertungsmöglichkeiten gefunden werden. Okay, ich kümmere mich darum. Erinnere mich später daran. Ja, ich kümmere mich darum. Ist doch egal. Kann ich mehrere Sachen machen? Bestimmt. Logistik. Captain, wir haben Trümmer, die recycelt werden können. Benutze einen Baumodus, um Trümmer zu Materialien zu recyceln. Aha. Das muss ich manuell machen. Okay. Aha. Es ist die Frage. Alles Zerstörte neu bauen. Ah. Trümmer beseitigen. Ah! Sehr schön! Ich hätte gedacht, die machen das vielleicht selber, das wäre nämlich cooler. Das hatte ich nämlich gelesen, Trümmer, verwundete Crewmitglieder irgendwie heile, heile Gänse machen. Ich habe auch gesehen, ich habe den Raum blöd gebaut, ich hätte die alle dicht aneinander setzen können. Ich glaube, das machen wir auch. Vielleicht schaffe ich es ja beim First Try zu dem bescheuerten Stern da, der Unendlichkeit. Jetzt wahrscheinlich sterben wir da, das ist ein schwarzes Loch. Wir sind da, wir sind angekommen. Und die zetoische Flotte auch so. Alle weg, Credits. Keiner lebt mehr. Ach ja. Was ein schöner Humor. Aber immerhin kann man, ist direkt alles ausgewählt. Dann machen wir jetzt mal das Deck wenigstens flott. Guck mal, hier ist zum Beispiel kein Strom. Ich mach mal, ja gut, wir lassen es auf langsam laufen. Das macht ja nichts. Jetzt gucken wir mal. Sauerstoff gibt es ja bei hier, ne? Die schweben ja hier durch. Sonst müsste es doch gar keinen Sauerstoff hier geben. Der ist so sauer, der Sauerstoff. Soll ich jetzt hier sagen Korridor oder so? Korridor. Ja, das ist doch Korridor. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Es gilt nicht mehr als Korridor?
Ich bin verwirrt, warte, müssen wir mal gerade gucken. Korridor steht doch da. Raum auswählen. Ah, Bank, Bank, Busch. Aha. Ich meine, Strom gibt's hier nicht. Ein Sauerstoffgenerator wahrscheinlich. Ist die Frage. Erzeugt Sauerstoff für 10 Personen? Haben die anderen Korridore denn auch Sauerstoff? Das Strom, ne? Ne, das ist. Das sind Feuerlöscher. Ich werde wahnsinnig. Feuerlöscher, tatsächlich. Das ist so cool, ne? Ich finde sowas total cool. Hier gibt es auch Medistationen. Hier, guck mal, hier ist ein Helmspinte. Richtig geil. Hier sind Handwaffenschrank. Ist das geil? Wir haben auch geändert, oder was? Sicherheitskameras, hä? Du startest beobachtet und unterdrückt problematisches Verhalten, das durch Verzweiflung verursacht wird. Ja, die müssen direkt erschossen werden. Sie werden im U-Boot am besten. Ich glaube, der Korridor ist zu groß. Ich glaube, hier müssen Türen hin. Das ist nämlich eine, hier sind auch Luftschleusen. Egal, machen wir erstmal weiter jetzt. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel Bauaufträge, aber es wird schon schief gehen hier. Guck mal, hier haben wir auch noch was Großes. Das sind die Geschütze... Dingens? Ach, guck mal, hier ist was. Das ist bestimmt Verarbeitung. Ah, okay. Machen wir das mit dem Munitionsvorrat jetzt. Aber ich bin noch ein bisschen beschäftigt hier. Also bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Vom Aussehen her, vom Ersteindruck. Wie gesagt, wir müssen gucken, auf welche Barrieren wir stoßen. So, beseitigen. Ah, guck mal. Machen wir auch direkt alles ready. Dann ist das nämlich schon erledigt. Ich glaube, ungültiger Plan. Ich glaube, die stehen falsch rum, oder? Machen wir so. Hier ist kein Strom. Hier ist alles aus. Vielleicht wäre das alles dann zu teuer. Sträucher, sehr gut. Hauptsache, wir haben Sträucher. Guck mal, wie die das hier rumfahren und so. Ich finde das so cool. Eigentlich müsste ich Screenshots machen von dem Spiel. Nicht, aber... So, dann haben wir hier noch einen Raum, den müssen wir auch mal reparieren. Das ist bestimmt dann auch eine Mission, die ich jetzt quasi umgehe. Ja, gut. Ich glaube... Vielleicht war das nicht so eine gute Idee, das alles zu machen, aber... Ich bin der Beste. Hauptsache, der Korridor hat mal bald wieder Strom. Dann treiben die nicht 10.000 Trilliarden. Warum die auch immer hier hin wollen, weil hier ist ein Fahrstuhl. Da müssen wir ja auch Strom reinmachen, weil so geht das gar nicht. Was auch immer wir hier reinmachen sollten. Komm, machen wir hier wenigstens noch Strom rein. Ich mache mal auf 2. Halt. Raum auswählen. Mindestens Strom rein. So. So, kann ich Prioritäten festlegen? Weil dann würde ich nämlich hier sagen, weißt du, so Priorität Maximo? Priorität Jonathan. Priorisieren. Und den... Ach, der ist priorisiert? Sehr gut. Guck mal, hier. Guck mal, was ein schöner Korridor. Schönes Wort, oder? Korridor. Korridor. Sowas wie Perimeter. Was ist das denn? Verbrennungsreaktor. Herkömmliche Treibstoffe sind unerlässlich für alle SSK-Operationen. Ach so, der Sprunglichtreaktor ist nur für Sprunglicht. Das macht keinen Strom. Oh, das ist ja super. Haben wir aber noch. Wasser haben wir auch noch. Essen geht auch noch.
Ich glaube, Biomasse müssen wir ein bisschen vermehren. Zielcomputer, Munitionsmagazin. So. Raumschiffverkehr zurück zum Einsatz. Okay, oh, sehr gut, erfolgreich gewesen. Da haben wir irgendwelche Materialien bekommen. So. Raumschiff kehrt zurück. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Für eine 80%ige Chance, das gibt's doch nicht. Wie kann denn eine 80%ige Chance fehlschlagen? Also im Ernst. So, jetzt will ich eine Kampfpatrouille machen. Trevison. Alarmstart. Das ist ja geil. So, Kampfpatrouille. Setze ein Jagdschiff ein, um herannahende Gefahren abzuwehren. Es wird Munition benötigt. Aber wir haben keine herannahenden Gefahren. Sondierungseinsatz. Wir haben kaum Informationen über dieses System. Schicke ein Shuttle los, um zu Desinformationen. Suchen und retten. Ich mache mal eine Kampfpatrouille. Ich weiß ja nicht, was das macht. Hauptsache, wir machen das mal. Ich will mal wissen. Das sieht so cool aus, oder? Also allein die Bilder, die ich hier machen könnte, wären so geil. Sind immer wieder hier. Nein, Kleidoboss wird jetzt von den Bösoiden, nenne ich jetzt. Komm hier nicht mehr raus. Ah. Alarm, Alarm. Ein cooles Kampfschiff startet. Guck mal. Sieht aus wie ein A-Wing irgendwie, ne? Aber die haben auch so einen Regenbogenantrieb. Hoffnung. Bereit zum Sprung, Captain. Aber ja, das bleibt ja nur geladen, weil wir das sollten, ne? Ich weiß ja nicht, ob das gut oder schlecht ist. Was können wir denn hier so machen? Halt. Nicht. Nein. Flugdeck. Ah. Aber Strom haben wir auch hier, oder? Ja, sonst können die hier nicht langlaufen. Das ist so groß, das ist so cool. Ach, guck mal, hier ist unser Lager, ja? Okay, das habe ich beim letzten Mal schon gesehen, glaube ich. Vorrat. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir noch einen Shuttle losschicken. Und zwar für eine Rettungsaktion. Da kommt eine Soldatin rein. Und den Ingenieur nehmen wir auch mit. Guck mal, der ist traurig. Ist aber egal. Dann gehst du nämlich mit auf den Außeneinsatz. Dann kannst du da vielleicht drauf gehen und nicht mehr so traurig gucken. Suchen und retten. Sondierungseinsatz. Machen wir erstmal Sondierungseinsatz auch. Rampe B, 5 Shuttle startet. Achtung! Ich müsste eigentlich so Funksprüche aufnehmen und dann einspielen. So, einfach so. Los starten! Oh Mann, da krieg ich die ganze Zeit zu gucken. Ich finde sowas so toll, ne? So, jetzt stellt euch vor, man könnte... Die würden tatsächlich durch das Sternsystem fliegen. Man könnte sich das ansehen. Aber das Problem, da würde man wahrscheinlich zu sehr abgelenkt sein. Ach, guck mal, hier können wir noch mehr bauen. Intensiver Einsatz, schneller Einsatz. Ressourcen extrahieren. Rapid-Klasse. Plus 25% Shuttle-Einsatz. Aber und was macht das hier? Schwere Rechnerfarm und Raum Bau und Betrieb dieses Objekts notwendig. Ach, das ist geil. Also es ist langsamer, kann aber mehr mitnehmen. 4 Sitze, 2 Sitze. Nee, ich glaube, Standard ist am besten. Oder halt mehr Loot. Es wäre vielleicht aber gut, einen schnellen zu haben. Entschuldigung. Sogar mit, ne? So wieder mit so einer Treppe. Gut, das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Medigil. Ah. So wie eben nicht erfolgreich, dann gibt's hier Ärger.
Degradierungen. Ja, wir haben ja gerade bei mir 2.44 Uhr und ich müsste eigentlich, heute ist Mittwoch, Gamescom. Ich müsste eigentlich schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Ich werde zu müde sein. Und ich wollte unbedingt Jump Flight Odyssey spielen. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht. Ich will aber nicht mit dem reden hier. War das jetzt erfolgreich? Ich hoffe doch. Schon wieder fehlgeschlagen. Nee. Trimmer ausbeuten, Ressourcen extrahieren. Faustulus! Tja, dann nächste Mission. Wir nehmen aber lieber noch einen, der die Erfolgsquote erhöht. So, nochmal Ressourcen extrahieren. Komm, wir gucken uns mal um, wie es jetzt aussieht auf dem Schiff. Kann ich nicht ewig hier rumgammeln. So, also. Ich überlege, ob ich Biomasse verbessere. Ist die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Haben wir genug Arbeitskräfte an Bord, die das alles organisieren? Guck mal, jetzt wird hier genug. Ah, sehr schön. Guck mal, was mache ich denn damit? Ich glaube, ich muss noch reparieren drücken, ne? Ja, wir haben einfach noch gar keinen irgendwie so einen Hausmeister oder so. Ist einfach verkohlt. Ey, wie sieht das denn aus hier? So nackig rumlaufen. Wo ist die Uniform? Ich bin sehr stolz. So, wie sieht das denn hier aus? Achtung, da kommt der Chef. Dann gucken wir mal hier. Man weiß ja nie. Ist nichts kaputt? Was sind das? Ach, Batterien. Sehr gut. Das Krasse ist, wenn man eigen spielt, muss man alles selber bauen. Deswegen ist das gut, dass das Schiff hier so ein bisschen besetzt ist. Das ist nämlich furchtbar. Da, also, das wäre keine gute Idee gewesen. Okay. Ich gucke jetzt mal, was das hier überhaupt ist. Ist bestimmt Munition. Metallextraktion, aber von was? Schwere Maschine, die Materialien zu Metall verarbeitet. Okay. Zur Brücke? Nein, wir wollen jetzt hier nochmal. OVD ersetzen. Verleihen einem neuen Charakter den Rang Sicherheitsoffizier. Geil, guck mal, hier ist die Kantine. Geil, guck mal so. Ach, guck mal. So Vending Machines. Genau. Genau, und guck mal hier. Sins. Insider, richtig alter Insider. Wer weiß, was ich meine? Ach ja. Lass mal alles wieder ein bisschen reparieren hier. Ist auch noch Trümmer drin. Ach, guck mal, ist tatsächlich echt einiges kaputt. So, hier habe ich ja auch repariert, aber hier gibt es gar keinen Strom drin. Aber ich habe doch gesagt reparieren, oder? Ja? Dass sie das alle brauchen, ist krass. Guck mal, das sind Nottüren für die Scheiben, falls sie zerbrechen. Ich würde ja gar keine Fenster reinbauen. Ist natürlich stylisch, dass eine Brücke zum Beispiel Fenster hat. Aber rein, gehen wir mal rein vom Krieg aus im Weltall, würde es wahrscheinlich keinerlei Fenster geben. Gäbe es Raumschiffe. Es gäbe vielleicht irgendwo Sichtfenster, so eine Art Observationsraum oder so zum Gucken.
aber niemals Brücke und Co. Das würde, ist ja eigentlich bei Star Trek gibt es ja auch nicht wirklich Fenster oben auf der Brücke, sondern, obwohl, ja oder nein, ich weiß gar nicht genau. Aber im Endeffekt ist es ja egal. Ja, eigentlich wird die Brücke halt im Kern des Raumschiffs am besten aufgehoben. Und der Rest wird mit Kameras gemacht und so. So, das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Ich bin sehr stolz auf mich. So, was wir hier machen, kann ich euch noch nicht sagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Sind die Shuttles wieder da? Sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz. Wir haben noch Trümmer ausbeuten. Guck mal. 60%. Wurde eine unvorhergesehene Möglichkeit zum Ausbeuten Trümmer entdeckt. Schicke ein Shuttle los. Wir müssen mal suchen und retten jetzt erstmal machen. Einsatzertrag oder Widerstandskraft, Raumschiff, Widerstandskraft, Erfolgsquote. Ich weiß nicht, ob wir die Widerstandskraft brauchen. Das ist halt so die Frage. Wir machen einfach das Gemischte. Ich will jetzt mal gucken. Ich will gerne so ein 4-Leute-Shuttle haben. Weil ich verbrauche ja eigentlich hier ziemlich Zeit, ne? So, das ist das Problem. Weiß ja nicht. Schwere Rechenfarmen in einem Raum. Flugzentrale für Bau den Betriebs dieses. Okay, das werden wir dann sehen. Wir bauen jetzt erstmal das schwere Shuttle. Blablabla. Oh, autonomer Einsatz. Ein autonomes Shuttle kann folgende Einsätze durchführen. Ressourcen extrahieren, Verwertung. Das wäre für Notfälle extrem gut. Das heißt, hätten wir zum Beispiel Crewmangel und könnten uns das nicht erlauben, dass das irgendwie... Guck mal hier, könnte ich auch mal machen. Ah, guck mal! Braucht der jetzt irgendwas Neues? Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Diese Fahrstuhlmusik ist so gut. Gut, jetzt müssen wir noch eine Mission losschicken für das hier. 60%. Dann brauchen wir... Erfolgsquoten brauchen wir dann. Ich würde lieber gerne irgendwie... ...nach dem Jäger mitschicken oder so. Also wir müssen unbedingt die Ressource machen. Ich glaube, das ist exzessiv wichtig. Also bewegt sich. Ich muss jetzt... Wir machen jetzt... Ach ja, ich weiß auch nicht. Ach, guck mal hier. Also. Ja, machen wir hier so Standards rein. Wenigstens, wenn hier schon mal was war, machen wir das. Hauptsache, hier fliegt keiner durch, die Trottel. Weißt du, weil hier so... Oh ja, wir müssen von dem einen Deck zum anderen und fliegen lieber durch den Korridor. Bauplan zu teuer, Captain. Oh Mist, Bauplan bearbeiten. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Metall. Ich glaube, das meinte der bestimmt. So, wo ist denn die Metallverarbeitung nochmal? Fehlende Ressourcen. Guck mal. Mitglied des Ingenieurspersonals erforderlich. Zwei davon haben wir. Was auch immer das ist die Maschine und die macht ein Ding. Bummen. Das sind Regale. Da war eine Mücke. Die ist zu meinem Wanz gelandet. Ah, guck mal, hier müssen wir... Ah, ne, machen wir erstmal nichts mehr. Ich glaube, haben wir denn so wenig Ingenieure?
Ja, eigentlich sieht das doch gut aus. Oh, hier sind auch noch überall Trümmer, meine Güte. Das ist die Kantine. Hier sind auch noch Trümmer. Oh Mann, jetzt müssen wir auch noch überall aufräumen. Metall ist zu teuer, ist doch egal. Fortfahren. Wir werden das schon noch kriegen. Keine Sorge, du Lappen. Und der da noch. Okay, so. Bäh. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, das läuft doch. Wenn die Schiffe wieder da sind, müssen wir wieder einen Sprung einleiten. Aber es wird jetzt leider Zeit, wieder aufzuhören, liebe Leute. Also ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Folge bei diesem sehr interessanten und auch schönen Spiel. Jump Light Odyssey. Ihr seid die Besten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Und bis dahin, wie immer, alle Lappen rühren, bitte. Und die nächste Folge... Oh, da sieht man das Raumschiff sogar. Wie cool ist das denn? Bis zur nächsten Folge. Haut rein.